Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Bär. So, Leute, und jetzt werden wir weiter Ländereien hier weiter erobern, Leute, so dass wir sie hinkommen. Lass mal enden, lass mal sozusagen, Leute, später die Karte komplett haben und somit dann besser reisen können, Alter, Mann. Dass wir später besser reisen können, Mann. Das ist wichtig, dass wir halt schon besser reisen können, Alter. Dass man schneller zu den Punkten immer kommen, Leute. Das ist dann immer schöner. So, ja, so denke ich, so werden wir es machen, denke ich mir. Oh, jetzt gehen wir mal kurz in ein bisschen Eisgebiet, Leute. Ich bin mal gespannt, Leute. Ah, da bin ich mal gespannt in dem Eisgebiet, Leute. Oh, jetzt haben wir uns gleich Reichtümer, Leute. Oh, Mons. Ah, oh, hier haben wir. Hier. Ah, da oben ist er ja. So, ja. So, schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, wir könnten echt da rumgehen, Leute. Und dann Dach da unten gehen, Leute. Dann müssen wir so runter, dann müssen wir eh da hoch. Also, so könnten wir es machen. Okay, das soll. Okay. Okay, da ist aber auch ein Punkt noch. Das heißt, wir könnten zurück. Oder wir gehen so oben rum und dann zurück. Ja, da, ja. Oder wenn wir eh in der Nähe sind, Leute. Ist es in der Nähe? Ah, ist eh in der Nähe, Leute. Dann können wir es eigentlich nur abarbeiten, Leute. Beeindruckt vom Können der Zwergenschmiede. Wenn wir die Mission eventuell auch rum, Leute, und dann haben wir wieder ein bisschen Punkte, die wir brauchen. Die brauchen wir ja, um halt gegen hier den Boss hier zu kämpfen, Leute, dass wir ihn besiegen. Jetzt groß genug, um all die besten Asgards zur Schlacht zu fahren. Klein genug für eine Beuteltasche. Das war Freys Geschenk. Und es gefiel ihm sehr. Solche Gaben brachten Loki Vergebung. Mein Bruder wusste schon immer, Herzen zu gewinnen. Das fiel ihm fast so leicht, wie sie zu brechen. Doch. Mit Pfeil und Bogen haben wir es hingekriegt, Leute. Mit Pfeil und Bogen.
Junge, Alter, jetzt, wow. Junge, jetzt haben wir ein neues. Ah, jetzt hier, Leute, wow. Ich will mal einfach mal ein neues Reis hier, Leute, boah. Ach nee, ich will einfach mal ein neues Reittier, Leute. Einfach mal ein neues Reittier, Leute. Ach nicht schlecht, wenn wir jetzt ein neues Reittier haben. Da bin ich mal gespannt. Ah gut, das sind die. Junge, wie viele Leute hier im Not sind, Leute. Wie viele Zwerge hier im Not sind, Leute. Muss man schon sagen, wie viele hier im Not sind, Leute. Junge, hat er... Friert er nicht, oder was, Leute? Friert er nicht? Alter, verdammt! Lasst mich gehen! Ich bin kein... Ich bin keine Bedrohung, bitte! Ich hab Familie! Pack es ja nicht herunterzufallen! Ich hab 3 Silberstücke gewettet, dass du am längsten durchhältst! Nee, nee, fall ruhig runter! Ich hab alles oder nichts gegen dich gesetzt! Du bist nun in Sicherheit. Den Göttern sei Dank. Länger hätte ich nicht durchgehalten. Gesegnet seist du, Erhabener. Und auch die Deinen. Erhaben warst du gerade auch ein wenig, was? Ich kann noch nicht lachen. Okay, Leute, jetzt müsst ihr... Aber ich danke dir. Suche mich in der Yarda-Elga-Zuflucht auf, wenn du an den Genuss dich vorbeikommst. Jetzt müssen wir wieder zurückreisen, Leute. Dann schenke ich dir was. Es gibt noch mehr von diesen Riesen, weißt du? Die haben etwas von einem Anführer geredet. Und einem Lager. Östlich der Skidblatt-Nierschmiede, meine ich. Heute müssen wir leider zurückreisen. Wir wollen sie gerne irgendwo hinunter erhaben, wenn es dir beliebt. Ich brauche nun festen Boden unter den Füßen und gehe zu Yarda-Elga-Zuflucht. Reduzieren, Lebe wohl. Dafür müssen wir erst die Leute eliminieren, Leute. Das ist halt das Einzige. Und dann schauen wir einfach mal, was die so... So, dann schauen wir mal, was das für Gegner das sind. Huh?
Und wenn wir die alle Anführer hier erledigen. Wenn wir die besiegen hier, dann haben wir... Wenn wir die wieder alle besiegen haben, dann haben wir wieder ein bisschen weniger von den Gegnern, Mann, hier. Die Anführer. Ja, wir müssen erstmal hier die alle. Ja, dann hier haben wir dich, Leute. Wir haben ihn jetzt. Den nächsten Anführer haben wir jetzt auch erledigt, Leute. Und jetzt kann er in Ruhe und Frieden weiterleben, Leute. Wie gesagt, jetzt könnten wir mal oben rum oder unten rum, das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, wir gehen oben rum, Leute. Ich würde sagen, wir gehen oben rum, Leute. So Leute, dann gucken wir mal. Dies ist ein Ort großer Kräfte. Und dann schauen wir mal, wo es weitergeht in diesem Land, Leute. Wie gesagt, wir werden oben rumgehen, um dort ein bisschen. Aber ich finde es gut, dass wir mal wieder ein neues. Neues Reittier haben, Leute. Das ist dann auch mal schön, ein neues Reittier zu haben, Leute. Wir brauchen halt noch einen Teil, noch eine Rüstungsteil, Leute. Ein drittes Mal wirkten sie in der Schmiede. Die Temperatur musste genau stimmen, damit ihr Werk wahrhaft makellos wurde. Und wieder kam Loki in Gestalt einer Bremse. Verzweifelten Wunsch, dass Brock versagen möge, biss er den Zwerg ins Auge. Stärker als je eine Bremse zuvor. Diesmal hatte er Erfolg. Der Hammer hatte einen Makel. Sein Griff war ein wenig zu kurz. Und dennoch erachteten wir das Werk von Sindri und Brock als überlegen. Ja, so schauen wir mal. Und so auch seinen Kopf. Wenige hätten Lokis Tod gedauert. Doch selbstverständlich fand er... Aber Leute, ich würde sagen, für heute machen wir mal wieder Feierabend, würde ich sagen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.